Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silence, Folge Nummer 2. Wir sind aufgewacht nach einem furchtbaren Bomberangriff. In unserem Bunker wurden wir verschüttet und sind nun in der wunderbaren Welt von Silence mit unserem Hauptcharakter Noah unterwegs. Unsere Schwester Rini suchen wir hier irgendwo. Haben sie bis hierher verfolgen können und dann wurde sie entführt von einer riesigen, großen, männlichen Gestalt. Aber angeblich soll sie in guten Händen sein, wie uns eine fremde junge Dame berichtet hat. Gut, und nun müssen wir versuchen, dieser jungen Dame zu folgen. Das möchte ich ganz kurz tun und dazu müssen wir die Felswand nach oben klettern. Das hat aber vorhin schon mal, also am Ende der letzten Folge, nicht so gut funktioniert. Ich probier's trotzdem nochmal. Wie soll ich da ohne Seil raufkommen? Okay, gar nicht. Ich wüsste nicht mal, wie ich das mit Seil schaffen sollte. Und jetzt bin ich mega neugierig, was dieser kleine Klops hier sein soll. Ein Pelzchen. Vielleicht macht es mir ja die Räuberleiter. Nein, nein, das hat keinen Bock. Eher nicht. Was zum Geier? Das gefällt mir sehr gut, Pelztier. Okay. Der hat schon lange kein Wasser mehr gesehen. Ein Pilz? Aha. Tümpel. Felswand. Können wir den... Aha, sehr hübsch. Ja, der ist ja nicht wirklich begeistert von diesem wunderschönen, atemberaubend schönen Wasserfall, oder? Also, das ist wirklich schön. Habe ich schon erwähnt, dass dieser Wasserfall wunderschön ist? Irgendwas muss sich doch zur Felswand schieben lassen, um das Klettern zu erleichtern. Wir können doch mal zurückgehen, übrigens, in den Wurm zurück. Ich werde das mal tun. Ich habe nämlich gerade keine Option mehr. Ich hätte gedacht, weil er gerade zu dem Pilz gesagt hat, der hat schon lange kein Wasser mehr gesehen, dass wir vielleicht diesen Pilz irgendwie bewässern können. Was haben wir denn hier? Pilze? Okay, das Maul. Ich kann nicht glauben, dass das Vieh noch gelebt haben soll, als Rini da drin war. Der Weltenwurm. Warum heißt der so? Kann er zwischen Welten reisen? Der Statuenkopf? Ich fasse erstmal kurz die Pilze an. Nach oben? Das geht nicht. Hm? Sind die aus Gummi oder was? Gummipilze? Der hier? Kann man den irgendwie nach oben ziehen? Nee, auch. Gummipilze. Okay, das funktioniert nicht. Aber ich denke mal, dass der Statuenkopf genau das ist, was wir bräuchten. Wenn wir es bewegen könnten. Darauf käme ich bestimmt die Wand hoch. Wenn ich ihn bis dahin rollen kann. Aber wie? Ich wünschte, Spot wäre da. Hm? Spot, bist du das? Aber natürlich, das hier ist Silence. Unser Ei schlüpft ja, mittlerweile. Du bist es! Du bist es! Schlüpfst du jetzt und hilfst mir? Was? Warum nicht? Na warte, ich hol dich da raus. Wurmzahn, ah, okay, wir können das direkt hier aufspießen. Spot aufspießen? Doofe Idee. Ich glaube, vielleicht ganz leicht die Eierschale öffnen. Das wäre doch eine Option. Hey Spot, ich weiß, wie sehr du Blumen magst. Wieso kommst du nicht raus und schaust sie dir an? Oder isst sie auf? Das funktioniert nicht. Die Raupe will nicht. Wir haben die Pilze noch. Pilz. Durch das Gestrüpp können wir gehen und der Statuenkopf. Wollen wir was mit den Pilzen machen? Ich meine, so ganz umsonst sind die Schau ja sicherlich mal, Spot, nicht, oder? Lecker Baumpilze. Funktioniert aber nicht. Spot, alter Nimmersatt, komm raus und probier sie mal. Du hast doch bestimmt ganz schön Hunger. Hat er nicht? Spot, alter Nimmersatt, komm raus und probier sie mal. Du hast doch bestimmt ganz schön Hunger. Nee, das will er auch nicht. Vielleicht die will ich Waisenhausmethode. Einfach dem nächstbesten Kind auf den Kopf hauen. Na gut. Geht nicht. Ach, nicht mal ein Riss. Das hätte ich von einem Spot-Ei auch nicht anders erwartet. Sind die so hart, die Dinger? Aber vielleicht können wir ihn ins Wasser legen oder so? Oh ja, du hast Hunger. Nicht, dass er unseren Spot isst, wenn wir den jetzt ausbrüten. Ich hau den mal ins Wasser. So viel ich weiß, ist Spot keine Amphibie. Okay, auf den Pilz. Spot, alter Nimmersatt, nee. Komm raus und probier sie mal. Du hast doch bestimmt ganz schön Hunger. Ich hätte jetzt erwartet, dass das irgendwie hier mit dem Wasser zu tun hat. Vielleicht kann er ihn aufmachen? Vielleicht können ein wir ihm so Angst warmes machen.
Genau da gehörst du jetzt hin, Spot. Das ist doch ziemlich doof, oder nicht? Verdammt! Der isst ihn doch. Na warte, ich krieg das Ei schon ins Nest. Spring raus, hopp, na los! Ich glaube, das funktioniert so nicht. Wie können wir ihn dazu bewegen? Ich würde ihn einfach nass spritzen, weißt du? Aber... Vielleicht ist es ja wasserscheu. Ja, los, hopp. Ich habe nämlich keine anderen Optionen mehr. Der hat schon lange kein Wasser mehr gesehen. Wie soll ich denn... Na warte, ich krieg das Ei schon ins Nest. Ich würde ihn ja gerne nass spritzen, aber... Spot braucht ein trockenes Nest. Ach so, ja, das bringt... Klar, das bringt ja nichts. Wenn ich das Nest nass mache, dann... Ja, komm her. Was auch immer du bist. Los, raus da aus deinem Nest. Oh, oh, die arme Raupe. Jetzt oder nie. Das ist schon ziemlich gemein. Das arme Tier. Wird einfach so genascht. Beeil dich mit dem Schlüpfen, okay? Der isst doch jetzt das Ei auf. Yay! Spot! Du bist es! Du bist es wirklich! Komm her! Oh, nein! Mist. Das war doch klar! Komischer Schlauchball. Erst ausbrüten und dann essen. Puh, das war ganz schön knapp. Aber super Sport dafür, dass du gerade geschlüpft bist. Das soll dir erstmal einer nachmachen. So, jetzt lass uns versuchen, von hier wegzukommen. Bist du bereit? Führe den Cursor auf Spot und ziehe mit gedrückten Maustasten nach unten, um seine flache Form zu erhalten. Ah, ich kann ihn, stimmt, ich konnte ihn immer umformen und dann mit ihm verschiedene Dinge bezwecken. Flach kann ich ihn machen, ich kann ihn auch aufplustern. Cool, platt wie eine Flunder. Okay. Schau mal, Spot, du magst doch Kinder, da ist ein ganz riesiges, das schläft. Hörst du? Muss ich ihn nehmen? Führe den Cursor auf Spot und ziehe mit gedrückter Maustaste nach unten. Ah, okay. Probier das mal. Ich wünschte, das könnte ich auch. Und jetzt müssen wir ihn natürlich aufpumpen. Plopp. Oh ja, Spot ist wieder dabei. Das macht mich ein bisschen glücklich. Das ist schön. Der war durchaus immer ein sehr praktischer Gefährte und auch sehr unterhaltsam. Ich meine, guckt euch das doch mal an, diese Animation. Die ist ja mal mega niedlich. Schön, so ein kleiner Geist. So, ich mache ihn erstmal wieder normal. Kann ich ihn nehmen? Kannst du nicht klettern? Dann kriegen wir dich anders hoch. Aber ich kann doch klettern, oder? Und er kommt einfach mit, denke ich. Warte hier, okay? Bin gleich wieder da. Könnt ihr noch einfach in seine Tasche packen oder auf die Schulter nehmen? Dann nimm dich. Dann ohne Spot weiter. Peace, danke für deine Hilfe, das war's. Das war sein kurzer Auftritt. Sein Cameo. Wow. Nice. Hey, wieso bist du so schnell weggerannt? Wieso hast du so lange gebraucht? Wo ist Rini? Wir folgen ihr, sobald ich die Brücke gesprengt habe. Sobald du... Was? Willst du dich umbringen? Hast du Rini umgebracht? Quatsch! Ich bin Kira, Anführerin der Rebellen. Keine Mörderin. Alles klar, klar. Und ich gehe hier nicht weg, bevor diese Brücke zerstört ist, klar? Verstanden. Wieso erzählst du mir das? Weil du mir dabei helfen wirst. Verdammt, die Lichter sind aus. Was... Was bedeutet das? Dass die Sucher bald kommen. Halt mal kurz. Wieso? Was ist das? Einfach Feder gedrückt halten, okay? Okay. Okay, die Madame ist doch Bombenteile. Hallo? Ja. Willst du mir mal? Ja, ich mache schon. Warum sollte ich? Ich wollte kurz rekapitulieren, aber ich darf nicht. Nur damit ich das richtig verstehe. Das hier wird eine Bombe? Ja. Ah. Alles klar. Ihr seid Rebellen und wollt die Brücke sprengen. Logisch. Ganz warum? Genau. Habt ihr Rini als Geisel genommen, damit ich euch helfe? Auf einen Helden wie dich haben wir die ganze Zeit gewartet. Was sind diese Sucher?
Marionetten der falschen Königin. Sie führen ihre Befehle aus. Oh, ein böser Gegenspieler. So, fertig. Das müsste klappen. Willst du sie entsichern? Ach komm, wir sind männlich und mutig. Und wir haben keine Ahnung, was wir da tun. Aber brauchen wir die Brücke nicht vielleicht, um dann noch rüberzukommen? Ich meine, jetzt kommen wir nicht mehr in das... Das darf nicht wahr sein! Was denn? Wieso stürzt das verdammte Ding nicht ein? Als ob eins und Haken... Alles hängt an diesem Ring. Der muss auch gesprengt werden. Es reicht nicht für eine zweite Bombe. Oder vielleicht ja doch, nur ohne Zeitzünder. Eine Kamikaze-Bombe? Bist du irre? Nein, nur eine Patriotin. Oh Gott. Wenn ich nicht will, dass meine Wegbeschreibung zu Reedy in die Luft fliegt, muss ich den Ring schneller kaputt kriegen. Okay, könnte man die Bombe dann nicht einfach da drauf werfen? Oh, wir haben ja echt viele Punkte. Ich guck mich erstmal um. Was ist das für eine Stadt? Meine Heimat, Kalima. Von Suchern überrannt. Nur noch ein paar Rebellen halten die Stellung. Ach Wenn so. Ich die Brücke nicht sprenge, kommen die Sucher ungehindert zu unserem Camp und es ist vorbei mit dem Widerstand. Vorbei mit Silence. Okay, das heißt, wir müssen unbedingt dafür sorgen, wir können da hingehen. Wir können Was dann... soll das mit der Bombe? Ist das ein Terroranschlag? Willst du die Stadt sabotieren? Nein, ich will sie retten. Hast du doch gerade gesagt, hörst du nicht zu. Signallichter. Du hast gesagt, die Sucher kämen bald? Ja, meine Leute schalten die Lampen auf Rot, sobald es losgeht. Dann haben wir noch 20 Sekunden, bis die Sucher auf der Brücke sind. Okay, ein Geräuschball. Den nehme ich mal mit. Was soll man denn machen? Was auch immer ein Geräuschball ist. Was ist das für ein Ding? Quietscht der? Damit lassen sich Sucher ablenken. Oh. Cool. Schmeißt du ihn mal rüber? Klar. Hoch! Na toll, das war mein letzter. Tut mir leid. Ich glaube, wir sind auch ein kleiner Chaot, der nicht ganz immer das Richtige tut. Aber das werden wir ja noch sehen. Wenn er so ein bisschen ist wie Cedric aus dem ersten Teil, wovon ich stark ausgehe, dann wird einiges schief gehen von unseren Aktionen. Fliegender Krebs. Jetzt habe ich alles gesehen. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, da kommt noch einer. Was? Was? Warum? Der arme Keks. Der arme Keks. Krebs, meine ich. Oh, Kekse werden jetzt was Feines. Linke Öse, Bombenteile, Kyra. Kyra heißt sie. Ich muss mir den Namen merken. Ich habe immer so ein Problem mit dem Namen. Stein. Was ist das hier für ein Stein? Das Wappen Kalimas war da drauf und ein Willkommensgruß für die Händler, die jeden Tag zum Markt strömten. Nee, Steinstiele? Stiele habe ich erst gelesen. Keine Ahnung. Okay, ich glaube, hier haben wir noch... Achso, nee, das war das. Nach Kalima, das... Der Krebs ist wieder da? Hä, was? Nochmal, warte mal. Das habe ich gerade nicht mitbekommen. Ist der wieder gespawnt? Flop? Weg ist er. Und jetzt? Klettert hier bestimmt irgendwie wieder hoch oder so. Ach nee. Kommt einfach wieder angeflogen. Dir ist klar, dass du mit hochgehst, wenn die Bombe ohne Zeitzünder explodiert? Dann sterbe ich für Kalima. Na, sie ist wirklich ein bisschen... Aber sie hätte bestimmt eine viel wichtigere Aufgabe noch. Sie muss ja nicht sterben. Bombenteile? Kannst du nicht eine Lunte basteln? Wenn noch genügend Zeit ist, vielleicht. Ach komm, easy. Wir haben den Banner hier oben, der die ganze Zeit weht. Oh, was ist das für ein Band? Das hängt hier noch von der 100-jährigen Stadtfeier. Unmöglich! Die Stadt kann nicht älter sein als ich. Wieso nicht? Wenn ich dir das sage, hältst du mich für verrückt. Zu spät. War die Welt denn noch neu, als er davon geträumt hatte? Nee. Die hat doch da auch schon sehr lange existiert. Deswegen, das ist bestimmt nicht so einfach zu erklären, dass er sich das ausgedacht hat. Er ist vermutlich eher sowas wie ein Portal zu einer anderen Welt. Und zeitens ist sicherlich real, aber das versteht er noch nicht ganz. Okay. Das muss doch irgendwie kaputt zu kriegen sein. Ich glaube, ich guck mal runter kurz nochmal, die Treppe runter und schaue, ob ich da irgendwas finden kann. Spot. Ich würde einfach Spot benutzen. Vielleicht auch nicht, aber Spot muss ich erst mal hochkriegen. Warum ist der Ladebildschirm so lang? Ah, okay. Gut. Wir haben... Was?
Ein Katapult oder Trampolin für Spot wäre jetzt sicher nützlich. Klicke mit Spot auf den Wasserfall, um eine neue Spot-Form zu erhalten. Nice, Wasserspot. Spot vielleicht. Trink mal was. Genau. Gute Idee. Oh. Nice. Jetzt haben wir wirklich einen Wasserspot. Und was machen wir damit? Wir gießen den Pilz. Der braucht nämlich Wasser angeblich. Und der Pilz wächst. Wow, du hast den grünen Daumenspot. Viele, viele grüne Daumen. So funktioniert das nämlich mit Pilzen. Furzpilz. Ich frag gar nicht erst. Willkommen in meinem Unterbewusstsein. Er gewinnt die Furz-Olympiade. Schön. Ich würde Spot vielleicht nehmen. Ich kann ihn ja immer noch flach machen. Und auf den Pilz packen. Geht das? Okay, das ist nicht wirklich praktisch, aber lustig. Nee. Ich versuche mich mal aufzupumpen. Ich komme ihn jetzt nicht. Aber er kommt da gar nicht. Er kommt hoch. Wow! Echt zirkusreif die Nummer. Hm. Aber so richtig weiterbringt uns das auch nicht. Es ist zwar cool und so, aber vielleicht den normalen Spot einfach. Kennst du Sedgwicks Trick mit der Kanone? Wow! Easy. Okay, die normale Form war, ist es gewesen. Jetzt können wir wieder hochklettern. Aber bringt uns Spot was da oben? Da links waren nur noch Pilze und ein Zahn. Aber die Zähne konnte ich ja nicht abmachen von dem Fisch. Bringt uns Spot jetzt was? Vielleicht kann ich mit ihm das Ding aufsprengen. Oder Spot muss einfach die Bombe aktivieren. Na los, spreng den Ring! Mach schon! So passt du nicht da rein. Nee, wir müssen erst klein machen, glaube ich. Jetzt aufpassen. Na los, spreng den Ring! Oh, da hinten blinkt es immer noch, ne? Was ist jetzt? Noch 20 Sekunden. Dann sind die Sucher auf der Brücke und stürmen das Camp. Und was machen wir nun? Ich weiß nicht, was du machst. Ich werde versuchen, sie aufzuhalten. Los, Spot. Spinnst du? 10. Ah. 9. Ja! Ja! Wie habt ihr das gemacht? Ich glaube, ich bin schwer beeindruckt von euch. Und ich glaube, das träume ich nur. Und jetzt auf ins Camp. Deine Schwester ist bestimmt schon da. Na los, worauf warten wir noch? Komm, Spot. Da geht's lang. Über die Brücke, die wir gerade kaputt gemacht haben. Nee, alles gut. Aber da hinten blinken immer noch Leute. Was ist jetzt mit denen? Sterben die dort jetzt? Das wollen wir doch nicht, oder? Wollen wir das? Nein, das wollen wir eigentlich nicht. Ach, schön. Ruhig und friedlich. Ah, siehst du, der Typ ist doch nett. Dachte ich's mir doch. Du sagst, du kennst den Weg und trotzdem laufen wir im Kreis. Wieso warten wir nicht auf meinen Bruder? Deswegen, kleine Lady. Außerdem knurrt dein Magen ziemlich laut. Und alle Essensvorräte sind im Keller. Mein Magen knurrt überhaupt nicht. Dann muss es wohl meiner sein. Moment. Gleich fällt mir ein, wo wir lang müssen. Oh, dürfen wir jetzt sie spielen oder ihn? Ist mir noch nicht ganz klar. Können uns aber erstmal umgucken. Sei Sam eine Hilfe und schau dich um. Weiß was nicht ganz. Huch, entschuldigt bitte, ich habe gerade aus dem Spiel geklickt. Weil ich so weit an den Rand gegangen bin. Oh, schau mal, der arme Vogel. Das ist Horus, der Botenvogel vom alten Janus. Hol ihn schnell raus aus dem Ding. Das ist eine Karnivore, eine fleischfressende Pflanze. Egal, hol ihn raus. Jetzt mach schon, du bist groß und männlich. Du kannst das Ding einfach auseinanderrupfen. Na komm her, du
alter Herumtreiber. Ja. So kein... Hat er kein Messer? Oh nein, jetzt hat sie dich auch erwischt. Jetzt werden beide gegessen. Die Verdauungssäfte brauchen eine Weile, bis sie zersetzend wirken. Oh je! Halb so schlimm. Ich habe davon gelesen, wie man den Prozess unterbrechen kann. Es muss mir nur einfallen. Egal, ich mach's kaputt. Ja, eben. Lass meine Freunde los. Jetzt bleibt sie auch noch stecken. Du sollst sie loslassen. Achso, wir sollen dagegen schlagen. Fleischfressende Pflanze. Hm. Das scheint ja... Komm her, du. Punching Ball. Der arme Vogel. Wir schlagen eigentlich den Vogel. Stirb, stirb, Pflanze, stirb. So beißt sie nur fester zu. Oh. Nicht, dass das wehtut. Meine Hand fühlt sich schon ziemlich taub. Blumen sind ja so gemein. Frage Sam, was er über Pflanzen weiß. Erinnere dich an den Tag, an dem du die Blumen gegessen hast. Ich dachte, je schöner sie sind, desto besser schmecken sie. Dabei waren sie giftig. Ach, herrje. Miss Clock hat mir dann ganz ekligen Bittersaft gegeben. Und dann? Dann kam alles wieder hoch. Wir machen uns super ekligen Bittersaft. Okay, das machen wir wohl. Super ekligen Bittersaft. Aber, wie es aussieht, machen wir das erst in der nächsten Folge von Silence. Denn ich möchte die Folgen einigermaßen kurz halten. Wenn mir das gelingt, probieren wir es. Also, danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Folge 3. Und in der wir versuchen werden, unsere Freunde Samuel und Horus aus der Pflanze zu befreien. Als Winnie. Finde ich cool, dass wir hier verschiedene Charaktere spielen können. Ist euch übrigens schon dieses riesige, große Skelett hier im Hintergrund aufgefallen? Das werden wir uns beim nächsten Mal auch näher angucken. Bis dahin, danke fürs Zusehen. Macht's gut, einen schönen Tag noch. Bis bald. Tschüssi.